Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Wo sind denn nur alle? Oh, Äpfel! Hugo, jetzt nicht! Aber... Nicht anfassen! Die sind alle verdorben! Aber ich hab Hunger! Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Rauch! Da müssen eine Menge Leute sein. Verzeihung! Bitte wartet doch, Madame! Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Bitte, so helft uns doch! Geht weg! Ihr seid hier nicht willkommen! Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Mein Gott. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Lauf, Hugo! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Wir müssen uns verstecken, Amicia! Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Ich muss nur warten, bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Was war das für ein Geräusch? Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Da seid ihr ja! Ach, nicht da lang! Wo sollen wir lang? Komm.
komm, lauf so schnell du kannst. Da, die Mauer. Sie kommen. Schnell, schnell. Wo sind sie? Fort zum Teufel. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Los, schieben wir sie. Ja. Gut, jetzt können wir raufklettern. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Hilf mir beim Schieben! Ja. Komm und hilf mir. Na gut. Komm, ich hebe dich hoch. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Oh nein, schnell, schnell! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt! Sie wird nicht halten! Nein, nein! Hab ich doch gesagt! Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf diese... Da bist du ja! Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht, ich werde sie herunterholen, pass auf! Los, komm schon. Hier. Gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Komm mal. Wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straße! Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Nein, Amicia, deine Schleuder macht zu viel Lärm. Du hast recht. Hinterherum läuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem... Was soll dieser Lärm? Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Nein, nicht schon wieder! Was jetzt? Ich weiß nicht! Wir sitzen in der Falle! Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja! Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Brech die verdammte Tür auf. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Teufel, macht ihr alle hier? Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen?
Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich schaff's. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Komm, Alicia. Lauf. Ich sagte doch, dass wir uns wiedersehen. Ich kann nicht mehr, Alicia. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. Verdammt. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause. Sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen.